Mein Name ist Enno Heidmann und ich arbeite als freier Journalist und mein Arbeitsumfeld ist der Nahe Osten. Der Konflikt in Syrien hat inzwischen schon zahllose Tote, Verletzte und nicht zuletzt unzählige Flüchtlinge herbeigeführt. In den Vordergrund der vergangenen Berichterstattung rücken immer mehr die Schlagzeilen über radikale Truppen, die gegen das Regime von Bashar al-Assad kämpfen. Was ist aber mit denen, die für ihr Land und für die Freiheit kämpfen? Wie werden sie von außen und auch aus Deutschland unterstützt? Zaya, du bist Arzt und kommst gebürtig aus Syrien. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Also mein Name ist Zaya Janali und ich bin ein plastischer Chirurg hier in Hamburg. Und meine Eltern kommen ursprünglich aus Syrien, aus Homs. Und ich bin auch stark verwurzelt mit dem Land und sehr aktiv in der humanitären Unterstützung der Bevölkerung, die im Moment sehr leidet. Und versuche mich, wo es geht, zu engagieren, damit wenigstens etwas Leid gemindert werden kann. Welche Projekte hast du in der Vergangenheit schon mit durchgeführt und unterstützt? Also wir haben ganz unterschiedliche Projekte. Es gibt in Deutschland sehr viele verschiedene Vereine, syrische Vereine oder syrisch-deutsche Vereine, die sich für unterschiedliche Hilfsprojekte einsetzen. Wir zum Beispiel hier in Hamburg haben jetzt Projekte durchgeführt, dass wir zum Beispiel Krankenwagen mit medizinischen Hilfsgütern nach Syrien geschickt haben oder dass wir Altkleidersammlungen durchgeführt haben, um eben die syrische Bevölkerung, die Notleidende, mit Kleidungsstücken zu versorgen. Ein weiteres Projekt, was wir unterstützen, das haben wir nicht selber ins Leben gerufen, das ist von einem Verein in Bremen ins Leben gerufen worden, ist, man kann Kinder adoptieren. Ich habe selber jetzt 2 Waisenkinder, die ich monatlich unterstütze. Und da haben wir versucht, oder da wurde versucht, jetzt im letzten Jahr haben wir ein paar hundert Waisenkinder wurden vermittelt hier in Deutschland über einen monatlichen Betrag, der dann fest überwiesen wird und das kommt den Kindern auch zugute. Und da ist es auch besonders schön, wenn man weiß, das Geld kommt an und hat dann ein Feedback. Vor knapp einem halben Jahr sind Verwundete aus Syrien eingeflogen worden. Die sind auch hier in Hamburg behandelt worden. Kannst du mir da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Dazu kann ich jetzt natürlich keine Details erzählen, aber so im ganz Allgemeinen sind von der deutschen Bundesregierung über die Bundeswehr mehrere verletzte syrische Zivilisten eingeflogen worden, die über Kriegsgeschehen verletzt wurden und die in Deutschland an verschiedene Bundeswehrkrankenhäuser verteilt wurden und ein Teil ist auch in Hamburg gelandet. Und auch wir in unserem Krankenhaus konnten plastisch-chirurgische Maßnahmen anwenden, um eben diesen Patienten zu helfen. Ich selber war in einigen Operationen involviert. Und das ganz Interessante an der ganzen Geschichte war eigentlich nicht nur die Verletzungsmuster, die für uns medizinisch interessant sind, sondern die persönlichen Schicksalsschläge, die die Menschen erlitten haben. Da konnte man wirklich live geschilderte Situationen nacherleben, so schrecklich das auch war, was alles in Syrien passiert und wie die einzelnen Menschen damit umgegangen sind oder auch umgehen. Und ich denke, das war und ist ein sehr sinnvolles Projekt der deutschen Bundesregierung, da zu helfen. Wie schätzt du die Situation derzeit in Syrien ein? Du hast ja auch noch Verwandte, Freunde unten in Syrien. Also ich habe Verwandte eigentlich in ganz Syrien verstreut, von Aleppo, Homs, Damaskus. Und die aktuelle Situation ist katastrophal. Also die Bevölkerung, die leidet wirklich jeden Tag. Es ist in manchen Regionen kaum auszuhalten. Es fehlt an allem. Und was mich besonders erschüttert ist, dass es hier in Deutschland, kriegt man davon gar nichts mehr mit. Man macht den Fernseher an und schaut die Tagesthemen oder Ähnliches und hört überhaupt nichts, was in Syrien passiert. Also weder über das Notleiden der Kinder, die ohne Essen teilweise, ohne Versorgung, ohne medizinische Versorgung irgendwo in Syrien verlassen, daher rumirren. Oder aber auch die ganzen Lazarettkrankenhäuser. Ich kriege jeden Tag mehrere E-Mails mit verletzten Bildern aus Syrien, ob ich da irgendwas machen kann, wo ich den meisten schreibe, da könnt ihr nur amputieren oder das bringt nichts. Und diese ganzen Bilder, diese ganzen Schicksale, die werden gar nicht transportiert hierher. Und das ist schlimm. Und das erklärt meiner Meinung nach auch, warum der ganze Westen so paralysiert ist und eigentlich sich überhaupt nicht bewegt, weil die Medien nicht in der Lage sind, das tatsächliche Bild, was in Syrien passiert, zu transportieren. Das ist fatal.